Durchaus glänzend sieht es in den niederbayerischen Hotels aus nach der Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7%. Das war das Credo am Donnerstagvormittag bei der Presseveranstaltung des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands in Fichtach im Adventure Camp Schnitzmühle. Doch die Verantwortlichen wollten auch aufzeigen, dass die Reduzierung der Mehrwertsteuer sinnvoll genutzt wurde. Der Mehrgewinn wurde nicht in die eigene Tasche der Hoteliers gesteckt. Wir wollen aufzeigen, dass tatsächlich investiert wurde und dass, sage ich mal, ein Impuls über dieses Wachstumsbeschleunigungsgesetz mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer am Ende dazu führt, dass die Steuerrückflüsse für den Staat höher sind als vorher. Das Steueraufkommen des niederbayerischen Tourismussektors rund 56 Millionen Euro. Die Investitionen von 4 anwesenden Hoteliers bewegen sich durch die Mehrwertsteuerreduzierung ebenfalls in Millionenhöhe. In Zahlen rund 13 Millionen Euro. Konkret jetzt den Eingangsbereich neu mit der Lounge, die Feuerlounge, die wir gemacht haben, mit offenem Holzkamin. Dann die Rezeption, neue Zimmer, die wir gemacht haben. Und dann diesen Sahara-Raum, das ist ein Meetingraum, den wir auch für Yoga und sowas hernehmen können. Wir versuchen, dass wir die Qualität durch die Mitarbeiter noch steigern, indem wir noch mehr qualifizierte Fachkräfte einstellen und auch noch mehr Auszubildende einstellen. Doch nicht nur die Hoteliers berichteten positiv, sondern auch die Vertreter des Handwerks. Schließlich ist dieser Dienstleistungssektor unter anderem bei Sanierungsarbeiten gefragt. Die Aufträge von der Gastronomie und auch von der, alles, was mit Tourismus zusammenhängt, haben sich natürlich sehr viel vermehrt und sind gut für unseren Betrieb, für unseren Handwerksbetrieb. Wir haben also 2 neue Mitarbeiter eingestellt, werden jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen. Und es löst natürlich auch bei uns im Betrieb gewisse Investitionen aus, sodass wir jetzt einen Büroumbau planen und unsere Werkstatt das alles modernisieren wollen. Ist also doch alles Gold, was glänzt? Nicht ganz. Denn der reduzierte Mehrwertsteuersatz soll nach dem Willen des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands für die Gastronomie im Allgemeinen gelten. Nicht nur für Hotels. Der Grund? Andere Länder in der EU besitzen bereits einen reduzierten Steuersatz im gesamten Gastronomiebereich. Deutschland werde dadurch benachteiligt. Natürlich ist es auch versäumt worden, innerhalb Deutschlands die Wettbewerbsverzerrung über die Mehrwertsteuer zwischen Bäckern, Metzgern, Lebensmitteleinzelhandel und eben der Gastronomie zu beseitigen. Von einem Versäumnis der Politik war die Rede. Helmut Brunner, bayerischer Staatsminister, favorisiert auch den reduzierten Steuersatz für die gesamte Gastronomie. Doch Steuerpolitik ist Bundessache. Deshalb kann er nur eine Einschätzung abgeben. Wir werden sicherlich dann in den nächsten 2 Jahren noch öfter über eine Steuerpolitik im Ganzen reden. Aber wir sprechen von rund 3 Milliarden Kosten, die dadurch zunächst entstehen würden. Eine Summe, die durchaus hoch ist. Doch wegen des höheren erwartenden Steueraufkommens der Gastronomie wird sich dies letzten Endes für den Staat auszahlen. Da ist sich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband sicher.